Ja Leute, jetzt sind wir unterwegs, mitten im Wald, irgendwo im Nirgendwo. Ja, und da kommt eine tolle Brücke. Die sieht nicht sonderlich stabil aus. Mal gucken. Der Brück. Das ist der Brücke. Mal da drauf. Okay, erst geht meine Frau da drüber. Bitte schön. Wie sieht denn da runter aus? Ist da irgendwie so ein Pfeiler oder so? Ja, da sind Balken. Sollte halten. Wackelt ganz schön, ne? Aber passiert nichts. Nee. Also 120 Kilo schafft das Ding. So. Und wo müssen wir jetzt hin? Du hast den Plan. Ich hab gar keinen. Gar keinen Plan? Sehr gut. So, wir latschen einfach mal hier durch die Botanik. Mal gucken, ob wir irgendwo hinkommen wollen. Man weiß ja auch nicht, ob wir da überhaupt hinkommen, wo wir hin wollen. Und wenn nicht, dann haben wir zumindest ein schönes Outdoor-Video. Sind wir wenigstens schön durch den Wald gelaufen. Ja. Und der Schrittzähler freut sich. Der Schrittzähler, der wichtigste Mann in unserem Plan. Hier ist auf jeden Fall irgendwie ein Weg gewesen oder so, der dann hier weitergeht. Ja, wenn wir jetzt eine Drohne hätten, ne? Dann hätten wir da drüber hergefliegen lassen können. Aber guck mal, da vorne. Da sieht das so aus, als ob da frei ist. Freie Fläche. Ja, ein bisschen. Ja. Da ist eben ein Gebäude. Da. Ja, ein Kapelle. Also es gibt diese Legende bei diesem Munitionsdepot, wo wir hin unterwegs sind, dass da mal jemand auf eine Kuh geschossen hat. Er hat sich so erschrocken auf dem Wachgang und hat dann die Kuh erschossen. Gab einen derben Anschiss. Ob das stimmt, weiß man nicht. Wahrscheinlich hört man das an jedem Munitionsdepot, wo man mal Wache gelaufen ist oder generell, wo Sachen mit Militär und so zu tun haben. Überall, wo es natürlich dann auch Kühe gibt in der Nähe. Na guck mal, da ist auch ein Weg. Hier ist auf jeden Fall ein Weg. Gehen wir mal nach links. Da vorne ist auf jeden Fall eine Schranke. Ja, und da ist ein Weg. Ja, definitiv. Würde ich sagen, gehen wir erstmal Richtung Schranke weiter. Danke, Anke, für die Schranke. Einmal Thomas Schranke. Da ist auf jeden Fall irgendein Gebäude. Was das ist, weiß man natürlich nicht. Ja, Pommes-Schranke. Curry-Pommes-Schranke. Ach, guck mal, da ist... Ja, das Gitter drunter. Ja, aber da geht rechts anscheinend. Ne, doch nicht. Das sah so aus, als ob hier rechts im Weg reingeht. Aber man kann da links dran vorbei, ist das nicht schick? Das ist noch ein Doppelgitter unten drunter, ne?
Ja. Ja, guck mal. Da ist doch schon. Ah ne, der Zaun ist hier vorne. Das ist auf jeden Fall schon mal das, wo wir hin wollen. Eigentlicherweise. If you say so. Wie sagt der Onkel Jack immer? Immer am Zaun lang, bis der in ein Loch kommt. Ja Leute, wie ihr sehen könnt, vielleicht, da sind schon die Bunker. Nur ob wir von hier da reinkommen, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Für euch gehen wir natürlich so lange am Zaun lang, bis ein Loch kommt. Wie man sehen kann, wahrscheinlich kann man das sehen, ist da was. Ich weiß aber auch nicht, ob das Munitionsdepot jetzt eine Nachnutzung hat. Oder was da so los ist. Keine Ahnung. Doch da so leitermäßig. Da brauchen wir nicht mehr. Soll ich übernehmen? Mhm. Wolltest du deinen auch nehmen in der Hand? Nein, brauchen wir nicht. Voll die Walking Dead. Feeling. Hier könnten wir aber auch ein super Foto machen. So mit dem Turm und hier, was weiß ich, im Hintergrund. Vielleicht von da. Ja, guck wegen Kameras, ne? Ich hab mal ein Problem. Da sind keine. Guck mal, da hinten sind auch schon über die. Da denn? Schießscharte. Schießscharte. Na, guck mal, hier mähen sie. Alles Lautsprecher hier. Ja, aber zerschlagen. Ich glaube, Kameras sind hier gar nicht. Da oben ist noch so ein Hütchen auf dem Berg oder so. Was? Da oben ist so ein Hütchen auf dem Berg. Hier war eine Kamera. Da war eine dran. Das ist ein Kameraübertragungsding, also eine Buchse für Kamera. Nee. Das ist gar nicht. Ein Wachturm. Und überall Zäune. Nachträglich eingebaute Zäune. Hier noch frisch gemäht. Die Wiese komplett gemäht. Ist aber nur einmal einer hier. Ja. Hier außen rumgefahren. Ja. Zack. Und innen. Und da zwischen den Pfosten überhaupt nicht. Ja. Ja. So, wir werden jetzt erstmal hier diese Richtung weitergehen. Und wir wissen nicht, ob hier Kameras sind. Deswegen haben wir eine Maske auf. Also falls ihr uns nicht so gut verstehen könnt, sorry dafür. Da oben ist noch so ein kleines Hütchen, ne? Ja, das ist wegen Luft, denke ich. Das ist keine Hütte. Meinst du, da ist was drunter, ein Bunker? Da ist ein Bunker drunter, natürlich. Ja, das ist wegen Belüftung, denke ich. Ja. Das war eine dicke Bremse. Boah. Ich habe durch die Maske gepustet. Ja, ich sehe das Ding. Ich habe durch die Maske gepustet und da ist sie sogar weggeflogen. Ja.
Gehen wir rechts dran vorbei, vielleicht kommen wir da rein. Ja, da wächst ein Baum drin. In dieser Scharte. Ach, der Tunnel ist von links. Okay. Ich denke, der ist komplett links zu. Ja, und sowas haben wir dann früher drin gestanden und haben geguckt, ob einer küht. Ja, das ist unter einem, über ein Tunnelsystem komplett verbunden alles. Festing. Wie war The Walking Dead, ne? Mit dem Turm da. Ja. Mit dem Dings. Vielleicht können wir da gleich auch noch mal ein Bild machen. Einfach mit dem Stick so halten, reicht ja. Wie was? Dass wir vielleicht ein bisschen was davon drauf kriegen und den Turm im Hintergrund. Ja, können wir machen. Ja. Jetzt haben wir mal ein paar Meter weiter gelaufen. Wie man sieht, überall diese Schützengräben. Wir wissen auch noch gar nicht, ob man da vorne überhaupt rauskommt. Selber nochmal wie hier, ne? Ja, ja, ist auf beiden Seiten. Ja. Da Flugzeug. Hä? Das Fliege. Ja, noch Säcke. Ja, Sandsäcke. Ich hoffe, wir kommen hier noch raus. Wir wahrscheinlich eher nicht. Doch, da ist noch ein Zaun, glaube ich. Ach nee, hier ist der Zaun zu Ende. Und das dann.
Hat er schon gesehen. Dir ist klar, was der für gute Augen braucht, damit er uns sehen kann, ne? Ich habe schon häufiger mal im Fernsehen gesehen, wie die Perspektive auf so niedriger Höhe ist. Da sieht man es. Bestimmt immer derselbe, der hin und her fliegt. Kann sein. Landet hier zu vorne. Ja. Dann ruft er sofort an. Hallo, da sind wieder welche Beklopften. Welche anderen Vogel ich noch nie gesehen habe. Bei diesem Teich hier, ne? Da habe ich mich früher schon gefragt, was ist das? Ein Löschwasserteich oder was soll das sein? Ja, wenn der einer brennt, kann man den einfach mal reinschmeißen. Ich habe bis heute keine Erklärung dazu. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier drauf kommen. Übrigens. Oh, cool mit dem Vogelhäuschen da drin. Mhm. Na, da ist direkt eine Tür hinter. Kann man nichts sehen. Ich sehe da nichts durch. Was? Ich sehe was. Was da denn? Da ist ein Tor, da ist ein Tor und da sind Stufen, also eine Stufe hoch und ein Lager, was leer ist. Ja. Das ist ein Bunker. Hier ist noch ein Bunker. Mhm. Da sind wir auf der anderen Seite gerade schon lang gelatscht. Gehen wir rechts weiter Richtung Baum. So schnell brauchst du nicht rennen. Oh. Da ist gerade ein Vögelchen weggefliegt, da. Hinten fliegt sich, weiß nicht, ob man so sehen konnte auf dem Bild. Hat gemeckert. Ja. Ja, Achtung! Ach, hier ist komplett zu. Während des Aufenthalts im Lager Türen offen halten. Sprengstoffe. Wenn du hier durchguckst, hier ist komplett zu. Das andere war ja. Ja. Du konntest ja teilweise in die leere Halle gucken. Komm mal weiter nach rechts. Da oben fliegt ein Flugzeug. Was ich immer noch sehen kann. Die ganze Zeit irgendwie. Immer und immer wieder. Ja Leute, was soll ich sagen? Wir mussten gerade stiften gehen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie das ausgesehen hat, wenn so ein Elefant da lang rennt. Damit, damit meine ich nicht die. Ja, damit meine ich schon mich. Weil ich mit meinen schlanken 60 Kilo pro Körperhälfte. Ja, pro Körperhälfte natürlich. Ne, links, rechts 60 Kilo passt. Zusammengenommen sind das dann genau 112 hat er recht. Nicht richtig? Ja Leute, das Video hat jetzt leider ein Ende gehabt, weil wir laufen mussten. Ja, ich würde sagen, so knapp die Hälfte haben wir euch gezeigt. Die andere Hälfte nicht. Ist klar. Ja, ja, da tauchten plötzlich ein paar Beine auf und dann auch noch ein paar mehr und. Wir wissen jetzt natürlich nicht, wer das war oder was das war. Kann ja auch irgendwelche anderen Airbags da gewesen sein. Aber wir haben uns dazu entschlossen, das wollen wir nicht rausfinden, wir gehen einfach. Besser. Ja. Und so würde ich sagen, kurzes, aber laufintensives Video. Ja. Und oh,
weil ja. man von dem Laufen ja nichts gesehen hat. Ne? Ich gucke mich die ganze Zeit noch um, weil ich immer meine, da kommt noch irgendwer. Ja, ich auch. Und ja, würde euch sagen, falls euch das Video angebockt hat, ne, also falls das Spaß gemacht hat, das Video, lasst einen Daumen hoch da, abonniert unseren Kanal, wenn ihr Bock auf weitere solche Videos habt. Die Glocke natürlich nicht vergessen. Falls ihr abonniert habt, dann bekommt ihr nämlich Nachrichten, bei mir was hochladen. Ja, und so würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ja. Oder hast du noch was? Ich höre schon wieder ein Flugzeug, aber... Dann bis zum nächsten Video. Ja, ich glaube nicht, dass die mit der CIA uns jetzt suchen. Ich hoffe mal nicht. Ne? Na? Also, dann bis im nächsten Video, Leute. Macht's gut, bis dann. Tschüss.